Prinzip haben wir da eine normale Schüle gekocht, also einen Knochenansatz gemacht und haben die eigentlich dann nachher reduziert. Ja, und die, das ist jetzt quasi der pure Fleischgeschmack, den tun wir jetzt nachher dann vor so noch ein, zweimal ansprühen, quasi glasieren die Haxe, dass sie außen schönen Glanz kriegt und der Geschmack noch ein bisschen erhöht wird. Ja. Ich glaube, der Trick ist, okay, dass wir jetzt auf Zeit arbeiten. Das heißt, wir schieben sie jetzt wirklich frisch, dass sie danach ein bisschen servieren, dass sie fertig ist und gar keine lange Standzeit mehr hat. Sie kommt wirklich heiß aus dem Ofen direkt auf den Tisch. Ich glaube, das ist der Trick an der Sache.